Guten Morgen, James, und herzlich willkommen an alle, die gerade zuschauen. Willkommen zurück zu Minecraft. Wir haben heute was ganz Besonderes vor. Nein, wir haben heute nichts Besonderes vor. Verdammt nochmal, hör auf, das zu sagen, wenn es nicht so ist. Wir schnappen uns unsere Emeralds. Geh mal zu unseren Villagern. Und übrigens, ich werde heute nicht an Bikini Bottom weiterarbeiten und auch nicht an... Es ist Nacht. Ja, es ist Nacht. Und auch nicht an der Hütte, die mal... Die wollte ich eigentlich schon mal irgendwann mal wieder fertig bauen, aber irgendwie kam ich nicht dazu. Die Hütte, ich meine im Tal, die ist nämlich noch nicht fertig. Wo wollte ich denn hin? Genau hierhin wollte ich, genauso. Meine Güte. So, was haben wir denn hier alles für Menschen, die Sachen von uns wollen und Dinge und alles Mögliche? So, was willst du denn? Du verkaufst mir Pockchops. Du nimmst Bücher und gibst Emeralds dafür. Iron Ingots. Du gibst uns Emeralds für Wheat. Das heißt, jetzt sammle ich mal alles zusammen hier. Das heißt, ich brauche Bücher. Obwohl echt Bücher für einen Emerald ganz schön teuer sind. Und weißt du was? Dich kaufe ich leer. Na komm. Vielen Dank. Du lässt eh wieder die Hälfte fallen. War ja klar. Nein, das sind keine guten Trades. Zweimal Wheat. Das heißt, ich hole ordentlich Wheat. Ich hole ordentlich Wheat und dann geht's hier ab. So, du bist der Iron Ingot Typ. Okay. Wow. 7 Emeralds für... Eben gerade habe ich Pickaxes für 11 gekauft. Okay. Okay, alles klar. Ich nehme es so an. Oh. Nein, du warst auch nicht. Warte mal. Du warst. Hey, du. Vielen Dank. Vielen Dank. War's das? Ja, das war's. Okay, 10 Cookies für einen Emerald? Nein. Oh. Oh. Okay, das war ein ordentliches Absahnen. Also, 30 Emeralds und das Zeug hier. 3 Diamond Picks und einen Diamond Helmet. Also, die sind meist... Also, das ist das Einzige, was man von denen bekommen kann, weil das nicht so ausgeklügelt ist, das System. Ich finde das Trade-System nicht gerade so prickelnd. Aber trotzdem, recht nützlich und, das hat sich doch gelohnt. Okay, unser großes Projekt für heute, wo ich wieder mal ein großes Projekt anfange und,
dass die ganzen alten, die noch nicht fertig sind, ja, ich weiß, James, nicht fertigstelle. Aber auf jeden Fall, ein großes Projekt für heute ist eine Kuhfarm. Ich will endlich mal eine Kuhfarm machen, mir geht nämlich das Leder langsam aus und ich will kein ständiges Leder holen müssen. Deswegen werde ich mir eine Art Kuhfarm-Prinzip ausdenken. Sagen wir, naja gut, das Prinzip existiert schon, sagen wir ein Konzept für eine Kuhfarm. Und dafür gehen wir mal in eine andere Welt. Ja, ich weiß, James. Hey! Oh, ah, stimmt, ja, das ist Sunnys, Caitlin Nekos Ocean Map, die sie mir mal gemacht hat, als ich die Frage gestellt habe von wegen Atlantis oder Bikini Bottom. Guckt euch das mal an, das sieht doch richtig schön aus, oder? Findet ihr nicht? Das hat sie alles selber von Hand gebaut und jetzt ratet mal, wo das alles hier ist. Hier extra noch eine Tür drin. Zack, zack. Und hier draußen ist das große Meer. Aber auf jeden Fall, ja, ich wollte euch nur mal ganz kurz ein ganz kleines Konzept zeigen von einer Kuhfarm. Hier ist die Night Vision Potion drin. wo ist denn die kleine Kuh gerade? Da ist die Kuh. Okay, alles klar. Das hier alles verschwinden lassen. Genau. Den Sand auch. Das Einzige, was ich brauche, ist, ja, ein Monster-Egg nicht unbedingt. Ich nehme lieber mal Holz. Na komm, Holz. Und zwar hier. So, die dürfen nirgendwo verschwinden. Obwohl, besser, ich mache erstmal ein Einerfeld. Vielleicht ist das ein bisschen sicherer. So. Die Kuh da hinten, die kann da bleiben. Ich werde mir nämlich eigene Kühe spawnen. Miscellaneous Star. Spawn Cow. Wo bist du denn? Das müsste spawnen. Nein, das ist Villager. Das Mushroom. Meine Güte. Spawn Cow, da bist du doch. Vielen Dank. So, eine hier drin. Und eine hier drin. Und jetzt hier darunter. Eventuell auch hier darunter. Ein Feld frei. Und also ich habe jetzt nirgendwo nachgeschaut. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich will es nur mal ganz kurz ausprobieren. Und es wird nicht ausprobieren genannt, sondern ausprobieren. Und wo ist denn Weed? Miscellaneous. Nein. Decoration. Nein. Brewing. Nein. Da. Vielen Dank. Materials. Okay. Du und du. Sie haben gebrüht, aber ich glaube, die Babykuh ist in einem der Dinger gelandet hier. Ja, da ist sie, okay. Das funktioniert nicht. Okay, dann versuchen wir mal nochmal. Und zwar mit einem anderen Setup. Wow, die sind aber hart im Gange. So. Jetzt würde ich mal gerne wissen, wo die Babykuh ist. Die müsste nämlich eigentlich hier rauskommen. Ah, da bist du doch. Hallöchen, Babykuh. Haha. Also das hier ist eine Art Kuhbatterie. Können wir das mal nennen so? Ja, wir nennen es mal Kuhbatterie. Wo die Kühe hier oben sind und man muss sie nur brewen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das mit dem Brewen machen soll. Eventuell kann ich es so machen. Achtung, hier mal. Ja, ich glaube, so können die... so können die raus, weil die eins hoch sind. Deswegen kann ich mal so machen. Zack. Und so. Und sobald wir... Weißt du was hier? Kuh. Ups. Wenn ich das hier wieder hier hinsetze. Genau, Kuh. Genau. So, jetzt spawn ich nochmal zwei von euch. So. Und wenn wir jetzt das hier so machen und dann einfach hier Weed und hier Weed einsetzen, dann sind die beiden am Gange. Und die Babykuh sollte so früh wie möglich rauskommen. Ich bin mir nicht ganz sicher wie, aber... Hat das einen bestimmten Grund, warum die Babykuh nicht rauskommt? Wie wär's denn, wenn ich Schilder dahin mache und einfach nur Wasser nach vorne laufen lasse? Also praktisch hier schilten und hier schilten und anschließend so. Das könnte eventuell funktionieren. Und wenn ich hier eine Kuh einsetze und hier eine Kuh und anschließend die beiden Poppity poppen lasse. Na komm. Exakt, so. Fragt jetzt nur, wann die Babykuh rauskommt.
Ja, komm, Babykuh. Na komm, du kannst doch raus. Warum kommst du nicht raus? Krrr. Was? Versuch 2. Ernsthaft? Ernsthaft? Oh. Leute, macht Liebe, bitte. Kommt schon. What? Ich glaube, das funktioniert. Das könnte sogar funktionieren. Yep, das funktioniert. Okay. Dies hier ist also eine funktionierende Kuhbatterie. Zumindest ansatzmäßig funktionierende Batterie. Und, du machst mich nervös. Vielen Dank. So, ja, dieses ist die Kuhbatterie, die ich entworfen habe. Zumindest habe ich nirgendwo ein Design abgeguckt oder sowas. Ich habe was entworfen. Yay! Ich bin fast sowas wie originell. Und ja, davon werde ich ganz viele in der normalen Welt bauen und dann anschließend, du gehst weg, dämliches kleines Kuhkind. So, davon werden wir ganz viele bauen. Und anschließend werden wir dann einfach nur durchgehen, praktisch beide P-O-P-P-E-N lassen. Und dann anschließend werden die kleinen Kinder dann nach unten verfrachtet und irgendwo anders hingebracht, wo sie dann eine Zeit lang warten, wo sie dann erwachsen werden und anschließend direkt gekillt werden. Und davon bauen wir so viele wie möglich, damit wir so viel wie möglich rausholen können aus der Farm. Aber, es geht aus. Aber auf jeden Fall, ja, das werde ich mal tun. So, fragt sich jetzt nur, wo wir die Kuhfarm hin tun. Ob in Untergrund oder dahin, wo die anderen Schafe sind. Ich bin übrigens gerade ans Mikro gekommen, tut mir sehr leid. Hier wäre doch eine ganz gute Stelle, oder? Finde ich nicht. So einen langen Gang in die Richtung. So ungefähr. Ist ja schon angedeutet hier. Ja, ich glaube, obwohl... wisst ihr was? Ich suche mal ein bisschen und dann gucke ich mal, wo ich das genau hin tue. Wenn kein Platz da ist, macht ihr Platz! Vielen Dank! So ho! Ich habe mit TNT mal ordentlich was weggesprengt und wisst ihr was? Bevor ich die Batterien baue, mache ich erstmal ein kleines Design. Und zwar, warum ist eine Fliege in meinem Zimmer? Das war gruselig. Auf jeden Fall, ja, ist alles zu, deswegen bin ich gerade so verwirrt von der Fliege. Auf jeden Fall, wir werden jetzt einfach erst einmal den Boden auslegen. Und, wow, was für ein Lag. Dies werde ich tun mit Gras. Und, natürlich brauche ich genug Dirt dafür, aber trotzdem übrigens eine Tonne an Cobblestone. Werde ich erstmal das Gras auslegen und anschließend werden wir die Batterien bauen. Und zwar rechts und links von den Räumen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Platz ich brauchen werde, aber ich werde es mir schaffen. Und als erstes, wie gesagt, das Gras auslegen. Und ich fange mal hier an. Bin mir nicht ganz sicher, wo ich hier anfange mit dem Design. Das mache ich dann alles noch. Auf jeden Fall, wir sehen uns gleich. Nope. Okay, Platz habe ich gemacht, Boden ist ausgelegt und jetzt entscheiden wir uns mal, wie wir genau die Batterien in die Seite legen wollen. Und zwar, ich habe mir vorgestellt, dass wir das so in verschiedenen Holzfarben machen, passend zum Gras und das übrigens sehr schön grün ist.
ihr sehen könnt. Sehr schön. Wo sind wir denn eigentlich hier? Forest. Direkt unter dem Wald sind wir. Also wahrscheinlich unter der Himmelsfarm. Und da werden wir wahrscheinlich die Kühe so hinlegen, dass sie hier drin sind. Also so ungefähr. Na, ups. Was ist denn hier dahinter? Das würde mich mal interessieren. Wow. Okay. Okay, ich lasse das mal. Auf jeden Fall, nein. Werden dann die Kühe sozusagen hier drin liegen. Obwohl, nee, die werden hier drauf liegen. Also stellt euch vor, die Kühe werden hier und da. Und, Jesus Christ, was mache ich denn? Die müssen... Vielen Dank. Die Kühe müssen so liegen. Also so und so. Hier dahinter sind die Pistons. Hier ist das Loch für das Baby, Küchlein. Die Babykuh. Und, wir machen es dann so, dass die Kühe hier sind und dann gehen wir einfach hier durch, machen Weed und immer weiter. Und die Babykühe gehen dann durch ein Loch unten, fallen so runter, dass man sie, fallen runter, dass sie ein bisschen Schaden bekommen. Und dann warte ich ein bisschen, in so einer Kammer sammeln die sich dann alle und dann kann ich die dann alle one-hitten. Also die werden dann mit Wasser so herumgeschleucht, aber auf jeden Fall werde ich dies tun, hier das erstmal. Und gucken, wie ich das Design mache und ich zeige euch mal einige Designs hier. Okay, ich würde sagen, wir sind fertig, oder beziehungsweise ich bin fertig mit dem Design hier. Ich habe so eine Art, das sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus, ist aber gar nicht. Das hier sind zwei Stairs, die liegen, eine liegt ganz normal, eine auf dem Kopf und eben so hier. Da dahinter, ups, das wollte ich euch gerade zeigen, das hier ist ein Half-Slab. Dort unten werden die Kühe drin sitzen und hier wird dann eben ein Block sein, so. Und sobald ich eben die das Weed nehme und hier links und rechts an die Kuh mache, aktiviere ich danach eine Redstone-Leitung, die ja anschließend hier oben drüber verläuft. Und die Pistons, übrigens, es wird aktiviert, weil der Block, hier unter dem Block hier, ist der Piston. Und wenn der Block über dem Piston gepowert wird mit Redstone, dann aktiviert er sich. Und das aktiviert dann kurz die Pistons und schiebt die Babys dann unten rein. Und die werden dann in einer Art Schacht verfrachtet, wo sie dann alle gesammelt werden. Wo ich sie dann alle nacheinander umbringen kann. Ich glaube aber nicht, dass ich diese Folge noch fertig werde, deswegen, aber ich versuche so viel wie möglich zu schaffen, sagen wir es so. Wir sehen uns gleich, wenn ich mal die ganzen Batterien hier aufbaue. Ich habe mich übrigens umentschieden. Ich will doch lieber das hier machen. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich will das ein bisschen offener haben, damit es nicht so aussieht wie... oh, ich muss so hier hinten klein in die Ecke rein. Nee. Also wenn ich das hier habe, dann muss ich ja richtig so... Ups, nein, so komme ich gar nicht dran. Dann muss ich ja richtig hier in die Ecke rein und deswegen mache ich es lieber so. Und sieht auch ein bisschen besser aus. Also von daher werde ich das so fortsetzen. Und als nächstes, beziehungsweise bevor ich anfange, werde ich ein paar Kühe holen und die breeden. Und werde sie dann, nein, oh scheiße. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Mist wollte ich sagen. Genau, jetzt hole ich mal Weed und ein wenig Kühe und sperre die mal hier unten ein. Es ist lange Zeit vergangen, aber ich habe es geschafft. Ich bin auf dem besten Wege, die Batterien fertigzustellen. Und eine Kuh habe ich schon drin. Hey Wilson. Und hier habe ich noch eine ganze Menge anderer, die ich gerade breede. Und ich glaube, da sind ein paar kleine dabei, ja genau. Und die habe ich alle von oben fallen lassen. Jetzt ist das Ding wieder zu, aber ich habe da von oben ein paar geholt. Und zwar in der Nähe von dem alten Dorf. Und ja, die werden ich jetzt nacheinander hier reinfärchen. Und ich glaube, soweit ich weiß, ich hatte am Anfang 53 Pistons. Das sind 36. Das heißt, das sind 18 Batterien. Ich glaube, das ist genug. Was wir jetzt tun werden, ist einfach nur die Kühe einfärchen. Und dann das Ganze zumachen. Und ich habe doch das Design ein klein bisschen geändert hier. Nur ein ganz klein bisschen. Nämlich so, dass... es ist jetzt zwar ein bisschen nervig, wenn ich hier reingehe, aber es sollte kein Problem sein. Wenn ich das jetzt hier zumache, dann habe ich ein durchgehendes Design hier. Plus dem Gras. Muss hier hinten noch ein bisschen wachsen. Aber auf jeden Fall, ja, das werde ich tun. Und danach werde ich unten noch die Gänge und so weiter machen für die kleinen Kühe. Und werde so ein Auffangbecken für die Kühe machen. Ich habe mir überlegt, eventuell auch Schweine hier zu machen, aber dann habe ich mir überlegt, hey, Schweine sind genau dasselbe wie Kühe, geben nur kein Leder. Also, Schweine, tut mir leid, aber ihr seid nutzlos. Hahaha, ich bin ein Rassist. So, nachdem wir das Redstone verteilt haben, graben wir uns jetzt hier ein und machen einen Tunnel, der unterhalb der Fächer geht, wo die Kühe durchkommen. Ich habe auch oben ein kleines Fach gebaut, wo dann die Kühe reinfallen werden, wo ich dann sozusagen warte, bis sie erwachsen sind und dann schlagen kann mit einem Looting-Schwert. So mache ich das als erstes. Ich glaube, das ist auch ein bisschen besser. Aber ja, ich werde diesen Tunnel hier fertig machen.
Und, so. Genau. So, entlang. Und es ist Tag. Aber ja, ich werde diesen Tunnel fertig machen und anschließend, werde ich Wasser einfügen. Also so nach dem Prinzip, wie bei der Villager-Transportation. Bei dem Villager-Transport, genau sowas. Aber allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das hier managen soll. Aber das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Auf jeden Fall werde ich diesen Wassertransport machen, wie bei dem Villager. Und bei beiden, von der einen Seite und von der anderen Seite, geht es dann in die Richtung. Und Kühe werden dann hier sozusagen irgendwo hochgespült und landen dann in diesem Fach hier, ohne Schaden zu nehmen. Dann werde ich sie mit dem Looting-Schwert schlagen. Und es dauert dann halt natürlich, ich gebe euch mal kurz die Daten durch, das sind 5 Minuten, bis sie wieder breeden können. Alle 5 Minuten könnt ihr also hier durch die Kühe gehen und P-O-P-P-E-N lassen. Und alle 20 Minuten werden die, also für nach 20 Minuten werden die Kühe erwachsen sein. Das sollte eventuell ein bisschen nützlich sein, die Information. Aber ja, ich werde mal die Tunnelchen graben. Ist das tief genug? Nein, ist nicht tief genug. So ist tief genug. Genau. So. Ja, die beiden werde ich graben und anschließend das Wasser durchgehen lassen und dann mal gucken, ob es funktioniert. So, wir haben ein paar Fächer gefüllt und wie wäre es, wenn wir das mal ausprobieren? Also, wir müssen einfach nur die zwei Kühe hier rechtsklicken mit Wheat und sie werden ein kleines Küchen entstehen lassen und das ist da. Wenn wir jetzt hier drauf drücken, dann wird das Ding runtergeschoben. Und die kleine wisst ihr was, wir gehen mal hier rein, wir sehen, dass die kleine Kuh da lang geht. Pusht hier und sollte eigentlich jetzt ein bisschen hochschwimmen und gepusht werden, wenn es jetzt dahin will. Also, es ist nicht so tragisch, wenn es das nicht getan wird, weil es sind mehrere da. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kuh bin und sie weiterschiebe, dann bleibt sie immer noch an derselben Stelle stehen. Ist ja super. Lass mich vorbei. So, die Kuh wird sich irgendwann dazu entscheiden, weiterzugehen. Und jetzt sind das mal eine kleine Kuh und pushen sie weiter. Komm schon. Genau. Vielen Dank. Das ist natürlich scheiße mit den Strömungen. Aber auf jeden Fall, wir versuchen uns da die... Ich hoffe zumindest mal, der zweite Strömung funktioniert. Komm schon. Ja, ja. Hier entlang. Genau. So, und jetzt gehst du um die Ecke. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er das hier löst. Nein, er geht in die Mitte. Okay, dann funktioniert das auch nicht. Tut mir leid, Kleiner, dann musst du leider gehen. Ich werde das dann noch ein bisschen umstrukturieren und mal gucken, ob ich es dann hinkriege. Okay, Versuch 2. Seid ihr bereit? Oh, ihr seid bereit. Alles klar. So. Dann beobachten wir nochmal. Ups. Oh, ich habe vergessen. Hab vergessen, auf den Hebel zu drücken. Die XP kommen, aber... Komm schon, lass mich hoch. So. Ja, nein. Ich wollte eigentlich nicht hier hoch. Genau. Das kleine Baby ist hier. Du wehrst dich, oder? Ja, er wehrt sich. Okay. Wir beschleunigen das Ganze mal. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. So, und jetzt sind wir hier bei dem kleinen Loch, wo eigentlich der kleine Dumbatz reingehen müsste. Ich weiß nicht, ob er reingehen wird beim ersten Mal. Aber er müsste jetzt eigentlich da reingesaugt werden, genau. Tschüss, mein Freund. Müsste eigentlich oben landen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das auch tun wird, aber man kann ja auch hoffen und so. Vielen Dank. So. Anscheinend ja nicht. Sieht nicht so aus, als ob er seinen Weg nach oben gefunden hat. So. Na, lass mich hier hoch. Vielen Dank. So. Er ist unten gefangen, alles klar. Warum ist er unten gefangen? Kann er nicht da hoch, oder wie? Oh mein Gott, ich habe zu lange daran gearbeitet. Also passt mal auf. Ich habe hier einen Welpes. Einen Welpes, Kuhwelpes. Oh, komm schon. Ist da? Ja, ist da, okay. Das schieben wir runter. Na komm.
ich will dich runterschieben. Ey. Oh mein Gott. So, ich habe alles verlegt. Ich habe ein paar Änderungen gemacht. Nämlich, ich habe es nämlich nicht hingekriegt, die Kühe ein bisschen weiter nach oben zu verfrachten. Deswegen habe ich stattdessen sowas gemacht. Ich habe hier einen kleinen Gang gemacht. Kommen in eine kleine Kammer. Und dort landen alle Kühe. Die werden dann einfach nur gespült und landen dann in einem kleinen Loch. Und von dort aus werden sie dann erwachsen. Und dort kann ich sie dann mit dem Looting-Schwert killen. Und da das jetzt ein bisschen länger dauern wird und ich die Folge rendern will, das wird ein bisschen länger dauern wegen den Kühen, weil das ist ganz komisch. Ein paar Kühe sind gestorben, die sterben immer hier. Und die Kühe hier drin, die hier drin waren, wenn ich die zweimal boxe, dann sterben die auch irgendwie. Es könnte sein, dass ich ein kleines Problem habe. Ich werde das bis nächstes Mal gelöst haben, beziehungsweise werde euch dann davon berichten. Die Folge ist noch nicht ganz vorbei. Wir werden noch eine kleine Sache machen. Nämlich, was genau machen wir mit der Decke hier? Wir haben ja ganz offensichtlich Gras am Boden hier. Also weiß ich nicht ganz, was ich als Decke machen soll. Ihr nervt. Aber ja, für diese Folge werde ich noch die Decke verlegen und wir werden das Design noch ein kleines bisschen durchgehen. Und dann anschließend mache ich bis nächstes Mal die Crewfarm fertig und wie immer leere Versprechungen. Ah, ist mittlerweile schon ganz lustig. Stone sieht, glaube ich, nicht so gut aus, oder? Nee, sieht langweilig aus. Ja, ich guck mal, was sich hier finden lässt. Gefällt's euch? Das sind übrigens die Kühe da unten. Die lasse ich mal da. Ja. Ich könnte das jetzt noch fertig machen, aber das würde ein bisschen dauern. Das Design ist auf jeden Fall fertig. Ich habe hier so eine Decke gemacht. Und, ja, ich finde, das sieht ein bisschen wärmer aus, wenn ich so eine dunkle Farbe hier benutze. Dieselbe, die ich hier benutzt habe. Und, was ich jetzt noch machen werde bis zur nächsten Folge, ist, naja, die Kühe reinfärchen und das Ganze dann funktionstüchtig machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Minecraft wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, entschuldigt wieder mal bei einer leeren Versprechung. Die kommen eigentlich jeden Tag, also jede Folge. Deswegen. Ah, Blutorangensaft. Ja, entschuldigt schon mal die leeren Versprechungen, aber ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie man eine gescheite Kuhfarm baut. Ich hatte fast Bauer gesagt. Aber ja, beim nächsten Mal ist sie funktionstüchtig. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Minecraft wieder. Bei Minecraft Folge 97, wenn das hier 96 ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke. See ya.